High Noon für das Otto Brunner Beschilderungskonzept. Am 12.12.2007, Punkt 12 Uhr, präsentierten der Otto Brunner Gewerbeverband und Bürgermeister Thomas Roderer das neue Beschilderungskonzept für das Gewerbe in Otto Brunn. Wir nehmen mit so auf, also komplettes Umfeld. Okay. Begrüßen Sie alle ganz herzlich zu diesem ersten sichtbaren Zeichen Otto Brunn verbindet. Und zwar die Interessen der Bürger, die Interessen der Kommune natürlich und letztlich die Interessen des gesamten Gewerbeverbandes, die in erster Linie für den Bürger da sind und nicht nur, wie man so schön sagt und unterstellt, für das Geschäft. Nein, nein, wir wollen einen Bürger glücklich machen, das ist das Wichtigste. In Anwesenheit zahlreicher Pressevertreter befestigte Bürgermeister Thomas Roderer persönlich die letzte Tafel der vierseitigen Beschilderung am Rathausplatz. Mit seinem Vermessungsbüro als Grundlage erarbeitet hat. Also es war nicht in erster Linie meine Arbeit, ich habe das sehr wohlwollend und die Gemeinde Otto Brunn hat das ja auch finanziell begleitet. Wir haben uns mehrmals getroffen, Mitglieder der Verwaltung haben bei den Plänen mitgearbeitet, weil wir natürlich auch in der Verwaltung genau wissen, welche Details wichtig sind. Und da haben wir ganz eng zusammengearbeitet mit dem Gewerbeverband und ich muss sagen, mit dem Ergebnis äußerst zufrieden. Also die Mitglieder des Vorstandes des Gewerbeverbandes haben hier hervorragende Arbeit geleistet. Also ich möchte insbesondere auch die Arbeit von der Frau Donat, die ja für die grafische Gestaltung zuständig ist, und von Herrn Fernkorn, vom Vermessungsbüro Fernkorn, der die Karten digitalisiert hat und der im Grunde dafür zuständig ist, dass diese Angaben auch stimmen, die hier drauf sind, zumindest was das Kartografische betrifft. Also eine hervorragende Teamarbeit von allen Seiten und ich denke, das sieht man diesem Ergebnis auch an. Das neue Infoleitsystem gibt vorrangig Auskunft über den Standort der eingetragenen Unternehmen, aber auch öffentliche Einrichtungen und Behörden werden verständlich dargestellt. In den nächsten Monaten sollen Gewerbetreibende für einen Eintrag auf den Tafeln geworben werden. So, wir beide stehen hier für den Gewerbeverband und sind federführend für die Erstellung dieser Tafeln. Das Konzept sieht vor, dass mit dieser ersten Tafel der Autofahrer sofort erkennt, dass hier sich um einen Informationsstand handelt. Diese Tafel wird also immer so ausgerichtet sein, dass sie auf den Autofahrer geht und zeigt an, wo man sich gerade befindet, nämlich hier im Zentrum in Otto Brunn. In einem Gesamtlageplan wird die gesamte Ortslage in Otto Brunn dargestellt. Dazu wurde ein engmaschiges Navigationssystem eingeführt mit Planquadraten. Dieser Plan zeigt die Ortsverhältnisse hier in Otto Brunn mit ihrer Umgebung, mit den umgebenden Gemeinden oder Gemeindenanschnitten und ordnet es auch insbesondere im Verkehrssystem mit ein. Wir haben also die Autobahnanschlüsse und den S-Bahn-Anschluss und wir finden hier auch schon die ersten allgemeinen Einrichtungen und öffentlichen Einrichtungen, Kirchen, Sport- und Freizeitanlagen und so weiter, und alle hier mit diesem Navigationssystem versehen, sodass man sich relativ schnell zurechtfindet. Diese Tafel ist momentan nur ein Provisorium. Hier soll die Gewerbetreibenden in Otto Brunn animiert werden, sich hier zu sehr günstigen Konditionen zu bewerben und hier mitzumachen. Wir werden es jetzt circa 3 Monate hängen lassen und anschließend wird diese Tafel neu gestaltet. Wir haben hier uns mal überlegt, wie man die verschiedenen Branchen zusammenfassen kann. Das ist jetzt kein Evangelium. Man kann immer mit uns reden, wenn was vernünftig ist, werden wir das immer umsetzen. Das heißt, wenn jetzt Ende Februar die Anmeldefrist vorbei ist, wird man diese Tafel neu auflegen und im Laufe des März wird die Tafel neu aufgezogen. Und wir hoffen, dass dann natürlich die Tafel voll sein wird. Dann werden im ganzen Ortszentrum insgesamt 22 solche Tafeln an 5 verschiedenen Standorten stehen. Hier einmal rund um das Ortszentrum Otto Brunn. Genau, es gibt also hier noch mehrere Standorte. Vorne vor allen Dingen an der Rosenheimer 2, am Bogen, an der Laubli-Allee noch welche, sodass auch für den Fußgänger eine gute Orientierungsmöglichkeit ist. Ja. Und der Autofahrer einfach erkennt, aha, hier ist was, hier kann man sich informieren. Die letzte Tafel zeigt eine detaillierte Darstellung des Ortszentrums, eingegrenzt von der Rosenheimer Putzbrunner Straße, von der Otterstraße und der S-Bahn.
Weil hier tut sich relativ viel, insbesondere im Bereich Bahnhof, im Bereich Ottostraße, Rosenheimer Landstraße. Und dieser Fußgängerbereich hier ist nochmal durch diese blaue Darstellung farblich etwas hervorgehoben und noch einmal im Detail dargestellt, noch mit einer Verdichtung des Navigationssystems, sodass man hier sich ein bisschen leichter zurechtfindet. Man wird sehen, wie es von den Bürgern angenommen wird. Es gibt natürlich immer Änderungswünsche die Sachen sind also auch zum Auswechseln. Wir haben das alles digital und nach modernsten Technologien aufbereitet, sodass auch Änderungen relativ einfach bewerkstelligt werden können. Ob das Ziel des Gewerbeverbands und der Gemeinde, mit einem neuen Infoleitsystem den Bürger auf das Gewerbe aufmerksam zu machen, Erfolg hat, wird sich zeigen. Die Beteiligten sind auf jeden Fall zuversichtlich.